Mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video erzähle ich dir etwas über den Homopolarmotor oder auch Unipolarmotor genannt. Schauen wir uns die Definition eines Uni- bzw. Homopolarmotors. Unipolar heißt ja ein Pol. Und wenn ich nur einen Pol habe, brauche ich nicht so wie beim normalen Motor umpolen. Damit entfällt der sogenannte Polbänder, wie er hier rechts in der Animation zu sehen ist, entfällt der. Und der heißt auch Kommutator, deswegen nennt man das auch einen kommutatorlosen Gleichstrommotor. Die Drehachse ist auch anders als beim normalen Motor parallel zum Magnetfeld und nicht senkrecht zum Magnetfeld, wie es sonst üblich ist. Es gibt nur eine einzige Stromschleife, daher natürlich der Name und dadurch auch brauche ich den Kommutator nicht. Der Nachteil bei dem Ganzen ist allerdings, dass der Motor liefert nur sehr kleine Drehmomente. Das heißt, die Anwendungsmöglichkeiten sind relativ beschränkt. Schauen wir wie immer in die Geschichte. Das hier ist ein englischer Naturforscher, Michael Faraday. Dieser gilt als einer der bedeutendsten Experimentalphysiker. 1821 war er der Erste, der eben diesen Homopolarmotor in der Royal Institution von London vorgeführt hat. Allerdings enden da auch schon meine Informationen. Ich habe leider nicht herausbekommen, wie das Teil ausgesehen hat, was er da vorgeführt hat. Aber nur ein Jahr später, im Jahre 1822, führte Peter Barlow seine Version des Homopolar- bzw. Unipolarmotors vor. Er war britischer Mathematiker und Physiker. Seine Version ist gut dokumentiert. Hier ist eine Zeichnung. Das besteht aus im Wesentlichen diesem Stern hier. Dieser Stern taucht, das was da unten, so ein kleines Becken, da ist Quecksilber drin. Dann sieht man den Hufeisenmagneten mit Nord und Süd beschriftet. Das heißt, das Magnetfeld ist entsprechend senkrecht zur Stromrichtung. Die Stromrichtung ist sogar mit Minus und Plus beschriftet. Das heißt, sobald die Spitze in das Quecksilber eintaucht, kann der Strom von der Spitze zur Mitte des Rades entsprechend fließen. Und damit habe ich eine bewegte Ladung in einem Magnetfeld, Lorentzkraft. Aber wie das genau aussieht, das gucken wir uns besser nochmal in einem Experiment an. In diesem Experiment möchte ich einen Unipolarmotor bzw. Homopolarmotor demonstrieren. Das ist der einfachste Motor der Welt sozusagen. Jetzt ist erstmal die Frage, wie kommt der zu seinem Namen, bzw. unter Homopolarmotor ist das Stichwort, unter dem man das in der Wikipedia findet. Dazu habe ich erstmal einen stinknormalen Elektromotor und zwar einen Gleichstrommotor und das Entscheidende ist das, was hier vorne passiert. Hier ist ein sogenannter Polwender. Das heißt, damit das Ganze funktioniert, habe ich hier sozusagen zwei Pole, die sozusagen hier immer im richtigen Moment muss dann entsprechend die Polung gewechselt werden, damit sich das Teil hier dreht. Und bei einem Unipolarmotor bzw. Homopolarmotor habe ich natürlich nur einen Pol. Aber der Reihe nach. Ich habe mir hier erstmal was gebastelt, weil ich bräuchte hier eine dritte Hand. Die habe ich nicht, also habe ich sie mir gebaut. Das Entscheidende ist, das wird dann hier hinterher so hingestellt. Hier oben ist ein Magnet und elektrisch verbunden einfach ein Draht. Und an den Magneten kommt, ich stelle das mal hier so hin, eine Batterie. Zack.
So. Und dieser Magnet hier oben, der hat für die Funktion des Unipolarmotors keinerlei Bedeutung. Der ist einfach wirklich nur da, um die Batterie zu halten. So, hier habe ich noch einen Magneten und in die Mitte von diesem Magneten setze ich eine kleine Schraube. Und diese Schraube kommt hier unten dran. So, der hängt jetzt hier mehr oder weniger schön runter. Und damit man auch sieht, dass sich da was dreht, habe ich einen Propeller. So, und jetzt nehme ich meinen Draht und halte den hier an den Magneten dran. Und man sieht ziemlich deutlich, wie sich das Ding dreht. Gut, schön ist was anderes, aber es funktioniert hervorragend. Und das Ganze ohne Polwender. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie funktioniert's? Dazu habe ich ein sehr schönes Bild aus der Wikipedia. Hier unten Quellenangabe. Und wenn ich das mal hier hinlege, das hier ist der Magnet. Also, wenn ich das nochmal hier ins Bild schiebe, hier der Magnet. Und wie fließt der Strom? Hier in dem Bild ist jetzt in der Mitte der Minuspol. Bei mir ist es genau umgekehrt. Bei mir ist es hier der Pluspol in der Mitte. Und dadurch, dass ich hier außen den Draht dran halte, habe ich hier außen entsprechend den anderen Pol. Das heißt, der Magnet ist hier in der Mitte. In dem Bild ist es hier Minus und da Plus. Bei mir ist es genau umgekehrt, ist aber eigentlich wurscht wie rum. Funktioniert so oder so. Ja, was passiert? Wie beim normalen Elektromotor, da steckt die Lorentzkraft dahinter. Was macht die Lorentzkraft in diesem Fall hier? In dem Bild möchten die Elektronen nach außen. Und wenn die Elektronen nach außen gehen, dann müssen die durch das Magnetfeld durch. Das heißt, ich habe hier linke Handregel, Elektronen nach außen, Magnetfeld, zumindest hier in dem Bild geht's hinein in das Blatt und dann zeigt der Mittelfinger sozusagen senkrecht zu der Bewegungsrichtung der Elektronen. Das heißt, das Teil wird in Drehung versetzt. Die Drehrichtung bestimmt sich natürlich dadurch, in welche Richtung die Elektronen fließen. Dementsprechend muss ich auch meinen Daumen halten. Oder auch der Richtung des Magnetfeldes. Daher ist es sehr wichtig, für den Unipolarmotor braucht man halt entsprechende Magnete, die halt in diese Richtung polarisiert sind. Damit das halt tatsächlich auch senkrecht hier durch geht. Ja. Und damit ist der einfachste Elektromotor der Welt gebaut und funktioniert erstaunlich gut. Ja, der ist jetzt hier ein bisschen, muss ich doch sehr viel Mühe geben, dass die Schraube schön in der Mitte sitzt. Und wenn sich das Teil mal dreht, jetzt könnte ich natürlich spaßhalber das, was ich eben gesagt habe, mal ausprobieren. Wir drehen den Magneten um. So, jetzt müsste sich der Kumpane in die andere Richtung drehen. Ja, wie gesagt, der einfachste Motor der Welt. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Ja, soweit, so gut.